Denkst du über die Menge an Gemüse nach, die du am Tag isst? Wenn es um den Nährwert geht, sind einige Gemüsesorten vollgepackt mit Nährstoffen wie Kalium, Ballaststoffe, Folsäure und eine Vielzahl anderer Vitamine und Mineralien. Brunnenkresse oder Mangold? Wie viele Nährstoffe hat Spargel eigentlich? In diesem Video werden wir diese Fragen beantworten und decken alle Gemüsesorten ab, die ein Kraftpaket an Nährstoffen sind. Bleibe auf jeden Fall bis zum Schluss dran, um wirklich jede Gemüsesorte zu kennen. Wenn dir unsere Videos gefallen, hilfst du uns enorm, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Damit wird unsere Videos von dem Algorithmus aufgenommen und mehr Menschen können von unseren Videos profitieren. Erstens, grüner Kohl. Beginnen wir mit der offensichtlichsten Wahl für nährstoffreiches Gemüse. Grünkohl gehört zur gleichen Familie wie Brokkoli, Kohl und andere. Eine Ernährung mit einem ausgewogenen Verhältnis von Obst und Gemüse senkt das Risiko von Herzerkrankungen, Osteoporose und anderen chronischen Krankheiten. Zweitens, Mangold. Alles, was grün ist, ist gut für dich. Mangold ist eine exzellente Quelle für Ballaststoffe und hat außerdem eine Fülle von Vitaminen, Magnesium, Kalium und Eisen. Er schmeckt ein wenig wie Spinat und ist glutenfrei und zuckerfrei. Drittens, Brunnenkresse. Brunnenkresse ist ein energiegeladenes, nährstoffreiches Grün, das normalerweise übersehen wird. Sie gehört zur gleichen Familie wie Grünkohl, Kohl und Rosenkohl und verleiht jeder Mahlzeit eine köstliche, würzige Note. Wie viel Gemüse nimmst du zu dir? Kanntest du einen der bisher genannten Gemüsesorten? Schreib es uns in die Kommentare. Viertens, Gemüse- und Kräuterkeimlinge. In den letzten Jahren haben Gemüse- und Kräuterkeimlinge, oder auch Microgreens genannt, an Popularität gewonnen. Nicht nur wegen ihres Aussehens, sondern auch wegen ihrer unglaublichen gesundheitlichen Vorteile. Diese Setzlinge von Gemüse und Kräutern, die einfach auf deiner Fensterbank angebaut werden können, liefern einige wichtige Zutaten, die du in deiner Ernährung brauchst. Fünftens, Spargel. Wer liebt nicht eine Seite gedünsteten, knusprigen und gut gewürzten Spargels? Spargel verdient mehr Anerkennung als nur eine Beilage. Dieses Frühlingsgemüse ist vollgepackt mit Nährstoffen und ist eine natürliche Quelle für Kalium, Ballaststoffe und Protein. Welche Tipps und Tricks rund um gesundes Essen hast du noch so für unsere Community? Antworte uns in den Kommentaren, lass uns ein Abo da und aktiviere unbedingt die goldene Glocke, damit du in Zukunft keines unserer zahlreichen Videos verpasst. Schau am besten auch direkt bei unserem neuen Kanal MindRich vorbei, denn dort laden wir wöchentlich zahlreiche aufregende Videos zu unglaublich interessanten Themen hoch. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen natürlich, das Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und noch einen wunderschönen Tag.